Pianist, der mich begleiten wollte, der hat sich leider heute Morgen krank gemeldet. Aber der Jan hat sich bereit erklärt einzuspringen, denn der Jan ist genauso ein großer Freund wie ich von Kunst und Kultur. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir mit mal... Ich finde ja, Deutschland entwickelt sich stetig zu einem Vorbild an Schönheit und Ästhetik. Man schaut zum Beispiel einmal nur auf unsere Nachkriegsarchitektur. Warte mal, was? Nachkriegsarchitektur? Ja. Kunst, Kultur, ja. Die großen schönen Dinge, die ja. Schönen Künste. Ja. Nicht Nachkriegsarchitektur. Naja, doch, Architektur als Pfeiler der Kunst und Kultur. Jan, wir haben das so abgesprochen. Also ich singe, du spielst und wir können es beschaffen. Ja? Unsere Nachkriegsarchitektur, die ist so schön praktisch und so pragmatisch. Jeder Bau, groß und grau und so quadratisch. Der Sozialismus mag gescheitert sein, in die Architektur fließt er weiter heiter ein. Wir nehmen nur als Baumaterial heute nicht mehr Asbest, sondern Glas, Beton und Stahl. Material, das bestens gegen Wind und Wetter trotzt und leicht zu reinigen ist, falls mal einer gegenkotzt. Ja, wir brauchen keine opulenten Häuser mehr wie früher mit Stuck und Ornamenten. Nein, ein Gebäude ist heute ideal, wenn es schön billig ist, beliebig und banal. Und so raffinierte Gemäuer, wer soll die bezahlen? Die sind doch viel zu teuer. Ja, und sie sind mal ein Gebäude, richtig Kohle kostet, dann sieht man es ihm überhaupt nicht an. Denn unser Baustil ist so herzerfrischend sachlich, so schlicht und völlig frei von jeglichem altmodischen Schwachsinn. Wie Liebe zum Detail. Ach komm, wir zweifelsfall bauen wir statt einem farbenfrohen Haus, die man auf einem platten Bau im Sandgrau an den Augen schaust. Aus diesem Grunde sieht es heute in Deutschland so schön karg aus. Alles voll mit Häusern, die aussehen wie ein Parkhaus oder wie ein Baumarkt. Daher auch der Name Bauhaus. Einer, der sich umzubringen droht, von so einem Hochhaus runterspringt, ist der auch wirklich tot. Ja, das sind wir jetzt mit deiner Negativität. Weil wir uns an unseren geilen Künsten so ergötzen, der wir nicht müde, überall neue hinzusetzen. Dabei achten wir natürlich darauf, dass da womöglichst keiner in die Umgebung. Praktisch, dass sie faktisch alle gleich aussehen. So werden wir viel schneller fündig, wenn wir mal in ein Spezialgeschäft wollen. Die H&M zum Beispiel. Hier euch ein Beispiel an unseren Architekten. Vor ihren Kellen ausgeheckten Objekten werden wir mit offenen Mündern noch in 100 Jahren stehen und bewundert sagen.